Hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt wieder beim Podluck hier in Leipzig und wir haben uns heute mal zusammengesetzt zu fünf. Das sind alles fünf YouTuber, die Kanäle tue ich euch unten auch verlinken. Und ja, und alle fünf laufen wir barfuß. Und das haben wir eigentlich gedacht, da müssen wir eigentlich mal ein Video drauf machen. Unsere Barfußerfahrung. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich direkt mit Silke an. Ja? Ja. Wie barfuß, du warst die erste, die ich barfuß gesehen habe, nach Antje und Ronny. Ja, erzähl mal so, wie du dazu gekommen bist und welche Schuhe du jetzt da hast. Wir haben alle unsere Schuhe hier mit, weil barfuß laufen, wie gesagt, zumindest im Winter, kenne ich jetzt keinen, der, also persönlich, der das auch im Winter macht. Es gibt es, ne? Das ist auch mein Ziel, aber ich kenne keinen. Und von daher hat jeder doch eigentlich auch ein paar Barfußschuhe so als Backup mit zur Hand. Deswegen, Silke, deine Geschichte, genau. Deine Erfahrung. Also ich habe letzten Frühsommer begonnen, barfuß zu laufen, durch meinen Sohn inspiriert. Er hat irgendwann gesagt, ich lasse jetzt meine Schuhe weg. Und ich habe ihn machen lassen. Und irgendwann habe ich gesagt, eigentlich hast du recht, probier das jetzt auch mal. Und so habe ich dann auch angefangen, barfuß zu laufen, fast bis in Oktober hinein. Wirklich dann auch noch selten Schuhe getragen. Im Winter bin ich dann leider wieder, weil es eben den Witterungsbedingungen habe ich dann wieder Schuhe getragen, bin dann auch wieder im Fersengang gelaufen. Also ich habe mir dann letztes Jahr auch den Ballengang praktisch angewöhnt, bin über den Ballen gelaufen. Okay. Und leider jetzt im Winter über habe ich mir das dann wieder abgewöhnt. Also ich muss es mir jetzt wieder angewöhnen. Den Ballengang? Ja. Okay. Aber was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt alle Schuhe entsorgt. Ich habe nur noch zwei Paar Winterschuhe. Ich habe jetzt alle Sommerschuhe, Stoffschuhe, Sandalen, trage ich jetzt nicht mehr. Und ich habe hier auch mir jetzt Barfußsandalen praktisch zugelegt. Ich möchte dann natürlich am liebsten barfuß laufen. Das ist für mich am besten. Hm. Barfuß, wirklich barfuß laufen. Aber es gibt manchmal Momente, entweder wenn es zu heiß ist, der Boden zu heiß ist, oder es gibt Steine oder Scherben auf dem Boden, sodass man sich vielleicht verletzen könnte. Da würde ich die Sandalen einfach anziehen. Das ist einfach so ein Test. Hm. Ich habe jetzt noch ein paar feste Schuhe. Schuhe, mit denen man in den Ballengang laufen kann. Und ja, genau. Das ist jetzt mein großer Test dieses Jahr. Ja, die Sohle ist, sag mal, relativ dick, sage ich mal. Ja, aber man spürt trotzdem was, ja? Okay. Aber am besten ist natürlich immer barfuß. Der beste Schuh ist eigentlich der eigene Fuß. Na, und von den Schuhen gibt es natürlich dann auch Qualitätsunterschiede. Ja. Na, weil der ist relativ Christian dick. Hat nämlich die allerbesten Schuhe. Da kommen wir da erst dazu. Aber Christian, ich weiß, deine Schuhe, die Soulrunner, sind ja mit die besten Barfußschuhe, die es gibt. Aber das Problem ist ja wieder, das Problem war für mich, wenn es dann wirklich heiß ist und ich muss diese Schuhe tragen. Ja. Ich habe ja so ein ähnliches Modell. Hm. Dann ist mir das irgendwie zu warm. Ich schwitze dann. Und dann habe ich gedacht, dann lieber. Ja, das stimmt. Barfuß ist immer am besten. Aber wie gesagt, wenn es dann doch mal zu heiß unten der Untergrund ist oder zu steinig oder irgendwas. Oder man geht irgendwo wo rein, wo man barfuß jetzt besser. Es gibt ja manchmal Momente im Leben, wo man doch Schuhe tragen soll. Da habe ich mir gedacht, gut, dann nehme ich eben die Sandalen. Ich bin ja heute auch mit den Sandalen zwar hergekommen, habe sie dann ausgezogen und laufe jetzt schon die ganze Zeit barfuß. Na, der Vorteil vom Barfußlauf ist ja nicht nur dieses Gefühl, dass man barfuß ist, sondern auch, dass man gesünder läuft, weil man halt die Muskulatur anspannt, dass die Nerven gereizt werden und so weiter. Das ist halt auch. Und das Interessante ist ja auch, das habe ich ja auch festgestellt, ich bin ja bis Oktober barfuß gelaufen. Ganz viele immer, oh, hast du nicht kalte Füße? Ich sage, nein, ich habe nicht. Weil nämlich durch das Barfußlaufen, man läuft ja über die Muskeln, also werden viel mehr Muskeln beansprucht und dadurch wird der Fuß besser durchblutet. Deswegen hat man keine kalten Füße, auch wenn man im Oktober barfuß läuft. Mhm. Gut, das sind schon 3 Minuten unserer Zeit. Das wird ein riesenlanges Video, wenn jeder so lange redet wie du. Aber danke für deine Erfahrung, Silke. Timmy, sag du mal, was deine Erfahrung, wie du zum Barfußlauf gekommen bist und ja. Ja, das war vor letztes Jahr auf so einer Messe, ich glaube, das war Yoga und Rawfood Messe oder so, in München war es, glaube ich, und da habe ich mir so einen Vortrag angehört gehabt über Barfußlaufen. Hat er eben auch gezeigt, wenn man sich zum Beispiel halt eben mal die Ohren zuhält und dann läuft und dann merkt man ja, wie es jedes Mal einen Schlag gibt in der ganzen Muskelkette. Und ja, wenn man halt einfach auf einen Ballengang macht und vorne läuft, auf dem Vorderfuß, dann ist es halt nicht mehr so. Und das kann man mit einem normalen Schuh ja gar nicht machen eigentlich. Und dann habe ich mir eben auch Barfußschuhe gleich geholt gehabt. Da hatte ich Leguano am Anfang. Ja. Und die sind ja noch so sockenmäßig. Genau. So fand ich die ganz schön. Es fällt halt immer auf, so wenn man mit rumgelaufen ist, genau. Und durchgewaschen. Ja, später habe ich mir dann irgendwie die Soulrunner geholt gehabt. Oh, gute Wahl. Ja. Die finde ich von der Sohle auch gut, schön dünn und so. Aber wie die Silke schon sagt, was mich auch nervt, wenn es warm ist, die finde ich schon recht stickig, weil die Leguano, die waren, das ist einfach, genau, ja. Das fand ich schöner, ja. Und anfangs, wo ich Barfußlaufen angefangen habe, da bin ich immer noch trotzdem immer so ein bisschen abgerundet gelaufen und so. Und es dauert halt mal.
ein paar Wochen. Aber hat sich das jetzt eingeprobt? Ja, genau. Okay. Bis die Muskulatur sich halt dran gewöhnt, weil vorher werden die Muskeln ja nie benutzt, wenn du trittst. Und so über die ganze Muskelkette trägt man immer das ganze Gewicht dann ab. Und dann. Und vor allem ist er auch stabiler, wenn man zum Beispiel, man knickt nicht so leicht um, wenn man eine gewisse Dynamik hat und kann auch austarieren. Ja. Wenn du direkt unten, zack, dann knickst du um oder knickst nicht um. Ja. Und das ist halt eben gerade fürs Barfußlauf so von großer Bedeutung. Cool. Okay, dann gehen wir zum nächsten. Hanna, du hast die Leguano. Ja, ich bin zu den Barfußschuhen gekommen, einmal durch Christian, den ich im Januar kennengelernt habe. Und der hatte die Barfußschuhe. Und in meinem Freundeskreis hatten schon die Kinder die Leguanos. Und ich fand das total interessant. Ich habe mich dann mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und angefangen, in den Leguanos zu laufen. Und jetzt seit ein paar Wochen auch komplett barfuß. Ja, und finde das auch einfach ein ganz anderes Körpergefühl. Man hat so das Gefühl, man schwebt so über dem Boden, gerade wenn man in den Ballengang läuft. Das stimmt. Finde ich absolut angenehm. Ja. Das muss man auch immer noch mal sagen. Dieser Ballengang, wenn ihr barfuß läuft oder in Barfußschuhen, Ballengang, sonst macht das keinen Sinn, sonst schadet ihr euch mehr, als dass ihr euch nützt. Ja. Weil das hat ja einen Sinn, warum das, warum die sich entwickelt hat, dass hinten diese Federung, diese Federung, kurze Kinderdiskussionspause. Kinder können sich immer für solche Sachen begeistern. Das ist Wahnsinn. Aber du kannst ja mitlachen. Ja, ich muss das wieder lernen. Ich bin jetzt in dem. Ist auch so schön. Gut. Wir sind noch so im Hirn. Ja, das ist wunderbar. Genau. Osmo, was sind deine Erfahrungen zum Barfußlaufen? Läufst du gerne barfuß? Barfußschuhen. Läufst du gerne mit deinen Barfußschuhen? Ja. Ja? Macht das Spaß? Gehst du damit auch durch Pfützen oder meidest du eher Wasser? Ja. Guck mal, die sind auch ganz nass, die Schuhe. Durch Pfützen. Durch Pfützen gehst du? Und hast du kalte Füße da drin? Nee. Keine kalten Füße, auch wenn es ein bisschen kälter draußen ist, auch nicht? Nein. Das kann ich dir gar nicht so richtig glauben. Na, jetzt vor ein paar Tagen waren wir auch auf dem Spielplatz, ganz viele Pfützen, da war es auch ein bisschen kälter. Ah. Osmo ist die ganze Zeit mit den Leguanos da durchgesprungen. Die werden dann zwar nass, aber er hat überhaupt nicht gefroren. Vielleicht, weil die so eng anliegen, dass das dann... Ja, ich finde, die Füße gewöhnen sich schon dran. Also ich habe den Winter auch keine Socken angehabt. Ich habe immer nur entweder barfuß in der Wohnung oder wenn ich halt Barfußschuhe anhabe draußen. Mhm. Aber Socken hatte ich dieses Jahr keine an, den Winter. Bin ja gespannt, ob sich also sozusagen nicht nur die... Erst im Januar. So stimmt, ja. Was mir klar ist, dass die Sohle sich quasi, also dass du Hornhaut bekommst, aber dass es auch abgehärtet wird über die Kälte, über außen dem Fuß, das finde ich auch interessant. Also das ist auch meine Sache. Ich würde gerne total das ganze Jahr barfuß laufen und das ist so mein Traum so irgendwie. Aber naja, Jesper, wie bist du zum Barfuß gelaufen? Wie lange läufst du barfuß und welche Schuhe und warum? Ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe YouTube-Videos gesehen, seit einem Jahr laufe ich die. Also ich habe die jetzt seit einem Jahr, die Vivo Barefoot. Das ist die dritte große Firma, kann man eigentlich sagen, diese Vivo, ne? Ja, genau. Wie die Firma dann heißt. Vivo Barefoot, genau. Und ich habe mir die genau an dem Tag der Revolution letztes Jahr geholt. Weil das kann ich auf jeden Fall empfehlen, die im Laden anzuprobieren. Das ist echt wichtig, weil nur die passten auch. Ich hatte mehrere an und nur die waren dann echt für mich so passend. Die sind recht groß, also was für eine Größe? 46? Das ist, glaube ich, normal habe ich 45 und ich glaube, das ist 47. Also die ist viel größer, als man es eigentlich erwartet. Bei Soul Runner ist genau der Unterschied. Also ich habe hier die 44 gekauft, obwohl ich die 45,5 habe und die passen ganz gut. Weil die Soul Runner relativ groß ausfallen. Oder Tobi, wie war es bei dir? Ich habe eigentlich 46 und ich glaube, ich habe das auch in den. Okay. Also und jetzt sag jetzt wieder was. Ja, dann sagen wir, welche Größe du hast. Oder erzähl mir einen Schwank aus deiner Lebensgeschichte. Ich glaube 33 oder 39. 33 oder 39? Ich glaube 31, ne? 31. Aber bei mir ist das auch so in den Leguanos. Ich habe eigentlich 39,40 und ich glaube, ich habe die Größe 41 oder 42 sogar in den Leguanos größer gekauft. Also spricht ja das, was Jesper gesagt hat, wirklich anprobieren. Und man hat ja auch die Möglichkeit, dank Fernabmeldegesetz oder wie das heißt, dass man halt Sachen bestellen kann und eben dann zurückschicken kann, wenn es halt eben nicht passt. Mhm. Oder halt vor Ort. Leguano, bieten die überhaupt online an? Oder gibt's auch? Kriegst du online auch. Okay. Eine gute Adresse wäre Volcontigo. Da könnte man auch den Link unten hinsetzen. Ja. Da kann man sich auch vegane Barfußschuhe bestellen. Ja. Man kann verschiedene Modelle probieren und bezahlt dann erst. Also wenn man gewählt hat praktisch, kann man sich so, hatte ich auch gemacht. Okay, also den Link zum Vulkan-Tiger oder was du gesagt hast, unten in die, oder? In die Infobox. Genau, in die Infobox. Was ich noch ganz sagen will zum Thema Winter, weil wir gerade drüber sprechen. Genau. Also die waren mir auch zu kalt im Winter. Also wenn man die ganze Zeit geht, dann geht's. Ne? Ja. Aber wenn ich ein bisschen länger stehe, dann waren die zu kalt. Und die ziehen hier auch ganz gut rein von der Luft. Ja. Und ich hatte dann normale Socken und Wollsocken an und trotzdem das hat es auch nicht so getan. Und ich habe mir jetzt diesen Winter, habe ich mir von Vivo Barefoot, gibt es so Tracking-Barfußschuhe. Okay. Ja.
Und die habe ich mir nämlich nicht anprobiert. Und da war das halt so, die haben eine stärkere Sohle und das Barfußgefühl ist nicht so wirklich da. Und ich finde es schade, dass der so als Barfußschuh verkauft wird, weil ich hätte ihn anprobieren sollen. Oder hast du dich zurückgeschickt? Ich brauche den Winterschuh mehr, ne? So geil. So. Und ja, aber ich bin jetzt auf Reisen und ich habe nur noch zwei Paar Schuhe, einmal die und diese anderen. Und wenn es halt richtig Schmuddelwetter ist, dann die sind halt zu und da kommt halt nichts rein und die trage ich dann ab und zu. Hast du da nicht auch ähnliche? Ja, das ist nämlich das Problem bei diesen Winterbarfußschuhen, dass die oft so dick sind und auch die Sohle so dick ist, dass man wirklich kein Barfußgefühl hat. Ich hatte nämlich die Kula Vivo Barefoot Barfußschuhe. Genau. Und das war so ein Stiefel, das sah quasi aus wie Moonboot und überhaupt kein Barfußgefühl. Ja. Und man kann auch den Ballengang nicht laufen. Und das, also normale Winterschuhe halt quasi, aber ohne Polsterung dann? Nee, schon gepolstert. Ich meine, hinten, die Ferse. Weil die können wie heißt das nochmal? Normal bei den Schuhen ist doch die Ferse gepolstert. Hast du unten also einen Absatz? Ja, die hat schon eine richtige Sohle. Nee, der war flach komplett, der Schuh. Einen Absatz hattest du nicht. Aber da musst du ja theoretisch barfuß laufen, um gesund laufen zu können, weil wenn es nicht gefedert ist. Aber dadurch, dass er so bockig ist, ist es immer schwierig. Das ging nicht, weil der hier oben dann so schleift. Wobei, mit dem das ging nicht, da muss ich sagen, also ich habe auch richtige Arbeiterschuhe, also Männerarbeiterschuhe, die auch einen richtig schönen Absatz hinten haben. Es geht schon, dass du auch dann barfuß machst, bloß du kommst dann immer zeitgleich auf. Gerade wenn du Ich habe jetzt zum Beispiel wirklich, dass ich jetzt nicht, bei vielen sieht das ja extrem aus, dass die mit dem Vorderfuß dann aufkommen und dann nach hinten abrollen. Bei mir ist das wirklich fast gleich, komme ich auf. Umso länger man das macht, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber umso flacher wird dann der Winkel, dass man fast, dass das nur eine ganz kleine Sekunde ist, dass dann so das abgeht. Und ja, und man kann auch mit anderen Schuhen das machen, also mit normalen Schuhen. Bloß da muss ich mich wirklich drauf konzentrieren, das ist nicht so angenehm. Nee, also, aber möglich ist es. Ja, möglich. Ja, bloß dann würde ich also was extrem nicht empfehlen. Dann würde ich lieber ein paar richtige Winterschuhe holen, die von mir aus hinten gefüttert sind. Dann, wenn du dann eh nicht barfuß läufst, also nicht barfuß läufst, sondern Ballengang. Also es gibt schon welche, ne? Von Zenmutig. Von Zenmutig? Die hat meine Frau, ja. Winterbarfußschuhe. Dann dreht mal die Kamera um, dass man dich sieht. Okay, dann dreh ich mal kurz die Kamera um. Habe ich auch ein Video bei mir auf dem Kanal drauf. Da hat sie im Winter einen Schnee... Gleich mal die Chance beim Schopfe gepackt. Genau. Haben wir im Winter ein Video im Schnee gemacht. Das kann der Christian sicherlich auch verlinken mal. Und die ist eigentlich ganz zufrieden. Das Problem ist, man muss immer in Bewegung bleiben, ne? Also wenn man steht länger, dann wird es auch da drin kalt. Auch die sind drinnen mit Schaffell gefüttert. Okay. Also ich trage nur im Sommer Vibrams, ansonsten bin ich noch nicht so der Barfußgänger. Auch meine Kinder seit 10 Jahren. Okay, ich gebe mal wieder ab. Alles klar, danke für deine Meinung. Ansonsten, habt ihr noch was zum Barfußlaufen, was ihr unbedingt loswerden wollt? Man kann nur empfehlen, wenn jemand das probieren will, man kann ja auch zu Hause, man braucht ja keine Hausschuhe, man kann ja zu Hause auch im Socken oder barfuß laufen und das schon mal ein bisschen trainieren. Wenn man sich gerade im Ballengang jetzt meinst du? Ja, im Ballengang jetzt, wenn man nicht sich unbedingt Schuhe erstmal zulegen möchte oder auch in der Natur draußen, auf Wiese, auf Sand, das ist doch sehr angenehmes Laufen und das wirklich mal probieren. Aber man wird erstmal ein bisschen, Hanna, du läufst ja auch viele Kilometer manchmal am Barfußgang, im Ballengang, also es geht schon erstmal ein bisschen an die Substanz. Ne? Man muss also da ganz auch am Anfang, wenn man umgestellt hat, ich wandere ja dann oft 10, 20 Kilometer, dann habe ich oft, also 10 Kilometer im Ballengang und den Rückweg, dann ging es nicht mehr. Also genau, man muss sich da Stück für Stück da so rantasten. Aber es ist auf alle Fälle, wie Hanna schon sagt, man hat so das Gefühl, man schwebt. Ne? Man schwebt, auch wenn man die Hände dann noch so mit. Ja. So viel, ist überhaupt für den ganzen Körper total gut. Man soll ja auch aufrechter gehen dadurch. Ja, genau. Das sehe ich bei dir. Ich mache mich mal so klein, damit du auf meiner Größe bist, damit du dich nicht so unterbemittelt fühlst. Ja. Was interessant ist, das habe ich auch jetzt kürzlich gehört, es gibt ja manche Menschen, die haben ein verkürztes Bein. Ja. Man kann das über den Ballengang bis zu 10 cm ausgleichen. Das heißt, Menschen, die ein verkürztes Bein haben, die bräuchten dann keine orthopädischen Schuhe mehr, sondern die kommen sich einfach Barfußschuhe im Laufen im Ballengang. Das ist ja Senk, Spreiz, Knickfuß, Plattfuß. Kannst du alles heilen, indem du einfach normal dich natürlich bewegst. Und das ist halt das. Vor allem, das Interessante ist, wenn wir auf der Stelle gehen, wenn wir zur Seite gehen, wenn wir rückwärts gehen, die Treppen hoch und runter, wir kommen immer mit den Ballen zuerst auf. Ne? Das kann man mal wirklich, das ist so unnatürlich. Oder versucht mal auf der Ferse, auf einem Bein zu stehen, auf der Ferse und in Balance zu bleiben. Es geht nicht, aber auf den Ballen geht's. Man kann auf einem Bein sich hinstellen, auf den Ballen, nur auf den Ballen hochgehen und kann die Balance viel besser halten. Also man sieht, das ist für unseren Körper viel natürlicher und gesünder. Auch für die Gelenke, ne? Ja. Definitiv. Kleinen Tipp können wir noch sagen, was wir es gerade hatten, von Barfuß-Sandalen praktisch. Könnte man sich auch einfach selber basteln, wer kein Geld für Barfußschuhe ausgeben will, dass man sich einfach eine Einlagesohle irgendwo kauft im Laden für ein paar Euro und sich Schnürsenkel kauft, die vorne annäht, seitlich halt und hinten an der Ferse noch und dann kann man wie so Jesus-Latschen sich die außen rum binden. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Genau. Da gibt es auch so fertige Bastelkits, die kann man sich dann so kaufen, aber man kann sich auch einfach eine Einlagesohle kaufen. Und das wollte ich nämlich jetzt mal machen.
Ja, genau. Weil es mir jetzt zu warm wird in den Schuhen. Ja, ja. Ja, das habe ich auch bei den Leguanos, das ist viel zu warm. Ich habe es noch nicht gemacht. Nee, aber wissen die Preise bei den Schuhen? Die Preise? Ach so. Unterschiedlich. Also den gibt es jetzt billigstens für, weil das erste Modell ist noch von Zoe Runner, das ist der FX Trainer. Den gibt es jetzt für 69 Euro in der billigsten. Da muss die richtige Größe natürlich haben. In der kleinsten Größe auch dann. Ja, nee, das klingt gar nicht. Die kleinste ist billigste und das teuerste ist größte, sondern je nachdem, was die noch an Vorrat haben. Aber da gibt es mittlerweile schon andere, also sagen wir rund, wahrscheinlich so 90, 100 Euro wahrscheinlich so der jetzt hier. Also das ist für ein Vivo Barefoot und das kostet knapp 70 Euro, Sandale. Deiner wird ja. Das war auch Soul Runner, Omega oder so war das Modell. Ich glaube, es war auch irgendwas über 100 oder 100, sowas rum. Ja. Ja. Die Leguanos, die kosten 79 Euro. Okay. Die Vivo? Die kosten 130. Ja. Oh, okay. Aber es gibt jetzt die von Leguano auch noch, die aussehen wie ein normaler Schuh, falls man erstellt. Das war nämlich für mich wichtig. Ich habe auf einer Universität, wo Ingenieure rumlaufen, war es für mich wichtig, dass es erstmal sozial so kompatibel zu wirken. Genau, ja. Vor allem die günstigen gibt es ja in so Neonfarben und so. Das heißt, ehrlich gesagt, 130 ist eine gute Investition. Aber es gibt die jetzt auch, die sind auch als Schuh, genau, und die sind auch irgendwie, glaube ich, im Bereich 130. Okay, 150. Das ist auch ein guter Tipp, ja, wenn du das auf der Universität da hast. Von Zenmoti gibt es diese Business-Barfußschuhe, die kostet schon ab 90 Euro. Oder? Aber Zenmoti, die machen nur unvegane Schuhe, kann das sein? Ja, die machen nur Leder. Nur Leder, genau. Die haben auch auf Anfrage da ganz komisch reagiert. Ja, das Bewusstsein ist halt noch nicht bis in die letzten Ecken der Schuhindustrie vorgedrungen. Aber immerhin ist es Ostprodukt. Ja, wenn du im Osten wohnst, dann ist es vielleicht... Ich habe jetzt auch in Leipzig vertrieben. Ja. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles wissenswert und mal unsere Erfahrungen vielleicht zum Besten geben können. Hier frisch vom Potluck, da hinten spielen sie gerade Fußball. Da kannst du mal eine Einblendung machen. Hier, da wird doch barfuß Fußball gespielt hier. Ne? Und ja, wenn wie gesagt, uns können wir gleich verbinden mit einer Einladung, würde ich sagen, an alle, die vielleicht beim Potluck mal vorbeischauen beim wollen. Beim nächsten Potluck den Ballengang mit uns üben wollen. Genau. Ja. Genau, einen Ballengang üben. Das ist klar, warum denn nicht? Einfach mal vorbeizukommen und ja, sich ein bisschen inspirieren zu lassen. Sowohl vom Essen, von der Ernährung, vom Bewusstsein. Alle Themen werden hier angesprochen. Und alle Themen. Und ja, und von daher ja, die Einladung einfach mal. Am 25. Juni. Am 25. Juli. Das hast du schon beschlossen. Hatten wir das nicht schon so? Nee, aber wir können das machen. 25. Juni. Den Samstag. Wir haben immer gesagt, der letzte Samstag im Monat. Okay, dann ist es der 25. Juni. Die Silke hat wie immer recht. Gut, dann verabschieden wir uns. Ja. Gut, tschüssi. Tschüss. Tschüss.